Ja, Zielsetzung für heute wäre, Sie lernen hilfreiche Methoden und Tools kennen. Ich möchte Ihnen heute einfach ein bisschen was erzählen und vorstellen, nicht nur Tools, sondern auch, wie nutze ich diese Tools. Und das sind eben smarte digitale Tools, die Ihnen hoffentlich dann gerade ganz akut auch helfen in der Zeit, wo wir jetzt auch sehr viel im Homeoffice arbeiten. Sie sehen also im Hintergrund, ich arbeite auch im Homeoffice. Wir sind auch mittlerweile ganz digital umgestiegen. Und es gibt ganz wunderbare Tools, mit denen wir auch unsere Arbeit steuern. Auch das fließt heute ein in das, was ich Ihnen erzählen möchte. Der erste kleine Einleitung ist klassischerweise einfach nochmal ein Blick auf die Treiber der Digitalisierung. Da gibt es zum einen dann die Themen der Personalisierung. Sprich, ich möchte zum Beispiel auch Produkte personalisieren. Eine Online-Plattform ist da ganz toll, dass ich dem Kunden die Möglichkeit gebe, selber ein Produkt zu designen oder eben aber auch ein Projekt. Wenn man das mal denkt, in Projektmanagement. Und Plattformisierung ist so auch eins der zwei, das wichtigste Thema, was wir uns heute betrachten, nämlich wie kann ich Plattformen nutzen, um meine Projekte zu managen. Und smarte Dienste, künstliche Intelligenz, Virtualisierung ist eher so der Blick nach morgen, sodass, wenn man das Ganze auch einfach mal auf Projektmanagement münzt, wir im Grunde eben so vier Themen dann auch finden können, wobei Plattform jetzt heute auch unser Thema sein wird, nämlich wie kann ich die zentrale Steuerung von Aufgaben abbilden in digitalen Tools, wie schaffe ich gemeinsame Arbeitsbereiche und ermögliche einfach dadurch auch ein mobiles Arbeiten. Und wenn man den Blick nach vorne macht, das gehe ich mal ganz kurz durch, Personalisierung wäre auch mit Self-Services in Kombination dann so möglich, einfach selbst eine Projektmanagement-Methode zu konfigurieren. Gerade für KMUs stellt sich hier häufig das Problem, die jetzt nicht ganz so viele Projekte in einem Kalenderjahr machen, immer auch die Entscheidung zu treffen, wie mache ich ein Projekt, in welcher Form, Hybrid, Wasserfall, gibt es auch heute schon Möglichkeiten, das digital sich beraten zu lassen, bis hin über künstliche Intelligenz und smarte Dienste, dass ich sage, ich kann zum Beispiel ein Projekt, einen Fortschritt automatisch in meine Projektmanagement-Software auch übertragen. Das sind Blicke nach vorne. Wir kümmern uns eben vor allem um heute. Sie sehen es markiert, zentrale Aufgabensteuerung. Und das wird auch das Thema sein, das wir jetzt uns anschauen. Denn die Frage ist ja auch ganz einfach: Aufgabensteuerung. Wenn ich Aufgaben steuern will, muss ich mir erstmal überlegen, was ist denn meine Aufgabe? So, das finde ich immer einen ganz wichtigen Punkt, weshalb wir auch eigentlich ganz generell festhalten können, wie strukturiere ich mir eine Aufgabenstellung? Fangen Sie einfach damit an, dass Sie das Problem erstmal strukturieren. So, da gibt es ein paar Best Practices, die sich auch in der Praxis ganz einfach dann als erfolgreich gezeigt haben, wie zum Beispiel das Problem als Frage stellen. Das klingt so simpel, ist aber extrem wirkungsvoll. Wenn Sie schreiben, ich muss das Problem lösen, hilft das nicht vielen, sondern versuchen Sie es immer als konkrete Frage in einem kompletten Satz abzubilden. Das ist tatsächlich eine sehr Basisarbeit, aber sie hilft. Weil wenn Sie hingehen und die Aufgaben erledigen, werden Sie sehen, okay, wenn ich ein gutes Aufgabenverständnis habe, erleichtert das auch die Abarbeitung und letztlich auch die Steuerung, weil das Team plötzlich viel besser versteht, was es tun soll. Das werden wir uns gleich auch nochmal genau in dieser Struktur genauer anschauen. Ich will Ihnen einfach nur an der Stelle schon mal mitgeben, ja, der Schritt 1 ist immer auch mit Arbeit verbunden, aber gerade in Zeiten von Zeitdruck ist es auch gerne so, dass man einfach direkt loslegt. Das ist auch nicht immer falsch. In vielen Projekten oder bei vielen Maßnahmen kann man auch erstmal anfangen, wenn es ein größeres Projekt ist. Sollte man vielleicht einfach einen Schritt zurückgehen und sich erstmal ein Verständnis über das Problem verschaffen. Das will ich Ihnen einfach auch als Praxistipp mitgeben. Das werden Sie jetzt auch öfters so sehen. Etwas markiert auch. Das sind auch tatsächlich Erfahrungswerte, die ich selber gemacht habe. Schauen wir uns das Thema Aufgaben strukturieren mal genauer an. Was steckt dahinter? Was können Sie nutzen? Das ist jetzt tatsächlich noch gar nicht so digital. Denn hier geht es eher darum, dass Sie erstmal auch überlegen, was ist das Problem. Das ist eine sehr wichtige Voraussetzung. Gerade wenn Sie digital steuern, haben Sie ja nicht mehr ein Großraumbüro, wo Sie mit allen Mitarbeitern zusammensitzen und bei Verständnisproblemen ruft einer kurz in den Raum rein: Hey, ich habe ein Problem, kannst du mir mal helfen? Das entfällt ja jetzt.
Und eine Dauerverbindung über Skype ist, glaube ich, auch nicht ganz so praxisnah. Insofern ist es umso besser, auch wenn Sie Mitarbeiter im mobilen Arbeiten haben, nicht mal alle an einem Fleck. Je genauer die Aufgaben definiert sind und der Mitarbeiter die Zielsetzung des Themas und der Aufgabe kennt, desto besser. Und da hat sich eben auch, da habe ich mich auch mal bedient aus der Strategieberatung. Dort gibt es eben zwei ganz zentrale Konzepte, die auch sehr gut funktionieren. Wir zerlegen nämlich erstmal unsere Kernfragen mit einem deduktiven Logikbaum. Und das wäre zum Beispiel eine Frage: Wie können wir die Druckkosten im Büro senken? Jeder kennt das wahrscheinlich, der ein Büro hat. Wer viel Druck, muss auch viele Toner kaufen, viel Papier und so weiter. Und da kann man sich ja mal die Frage stellen, wie breche ich denn so eine Fragestellung eigentlich runter? Naja, man kann das als Baum darstellen und sagen, ich möchte jetzt einfach meinen Materialverbrauch reduzieren und meinen Einkaufspreis senken. Das sind ja so die zwei Hebel, die man mal rausfiltern kann. Und dann das Runterbrechen in der nächsten Stufe beim Einkaufspreis senken, könnte ich sagen, ich nehme mir neuen Lieferanten oder gehe mit dem in die Nachverhandlung. Genauso den Materialverbrauch, das ist der zweite Effekt, den breche ich dann sogar noch weiter runter. Und das ist so mal ein Beispiel, wie man so eine Aufgabe runterbrechen kann. Und Sie sehen jetzt schon vielleicht so die ersten Punkte, Nachverhandlung, neuen Lieferanten auswählen. Das kann man schon so als eine Ebene der Aufgabe verstehen. Und sowas werden wir gleich auch machen. Die zweite Methode, die man anwenden kann auf so ein Thema, sind die sogenannten Güteregeln. Denn einfach runterschreiben ist auch gut, das ist auch wichtig bei einem Brainstorming, aber man muss das gleichzeitig auch strukturieren und da gibt es eben vier Kriterien, die man sich auch mal in vielen Übungen dann durchgehen kann und man muss das einfach auch mal anwenden, denn wenn Sie sich das mal anschauen, haben Sie ein Kriterium gleichartig, das heißt, die Themen, die Sie nennen, sollten idealerweise alle gleichartig sein, die Aufgaben sollten überschneidungsfrei sein, eine treffende Formulierung ist wichtig und man sollte eine erschöpfende Menge an Aufgaben haben. Das heißt, das gesamte Thema sollte eben abgedeckt sein. Also man kann auch umgangssprachlich sagen, ich habe an alles gedacht. Und wenn ich das mal einfach anwende, damit Sie das jetzt auch nicht einfach so, dass das so abstrakt bleibt, können wir uns vielleicht einmal ganz kurz anschauen, ob meine Kernfrage hier denn auch Güte zerlegt wurde. Das kann man ja ganz einfach jeder mal für sich selber kurz beantworten. Aber ich gehe da natürlich durch. Denn wenn man mal anschaut, bei Materialverbrauch reduzieren, Druckaufträge minimieren und Papieraufkommen ist zum Beispiel nicht überschneidungsfrei. Also bei beidem würden Sie das Papieraufkommen einfach reduzieren. Das kann man besser machen. Zum Beispiel Papierverbrauch einfach abstellen. Das wäre eine Aufgabe oder eine Maßnahme, die sich jetzt nicht mehr überschneidet mit der Papieraufkommen reduzieren Aufgabe. Das wäre ein Beispiel. Und das zweite, wenn man sich mal anschaut, unten steht Abteilung A, C und D. Na, was ist denn mit der Abteilung B? Die haben wir ja irgendwie dort nicht aufgeführt, gibt es die nicht. Da könnte auch die Frage aufkommen, haben wir da eine Aufgabe vergessen? Denken Sie daran, Sie sind später in der Umsetzung. Ihre Mitarbeiter sehen dann diese Aufgaben und stellen sich die Frage, habe ich da vielleicht was vergessen? Deswegen gibt es immer diesen schönen Rettungsanker, der sich in der Praxis auch immer sehr toll bewährt hat. Ich mache einfach Sonstiges. Eine Kategorie Sonstiges können Sie in jeder Lebenslage immer sehr gut einsetzen. Und das wäre dann das Kriterium erschöpfend. Das sind mal so zwei Beispiele. Ich habe hier unten auch einen Link hinterlegt. Also Sie bekommen diese Folien auch im Nachgang. Sie können auf diesen Link gerne draufklicken. Wenn Sie nach Güteregeln auch googeln, würden Sie es eben aber auch finden. Also das ist auch kein Geheimnis. Das ist eine Methode, die denkbar einfach ist, weil sie das widerspiegelt, wie wir einfach auch denken als Menschen. Und dadurch ist es sehr einprägsam und gleichzeitig sehr effektiv. Das soll aber jetzt nur die Theorie sein, wenn wir uns jetzt mal anschauen, okay, ich habe mein Problem jetzt strukturiert. Was mache ich denn jetzt eigentlich damit? Jetzt kommen wir der Sache ein bisschen näher, was die Aufgabensteuerung betrifft. Und da habe ich ja auch schon gesehen, einige Teilnehmer haben da schon Vorkenntnisse. Ein Kanban-Tool ganz einfach. Das ist das, was Sie auch kennen. Ich habe es vorhin gelesen. Bei den verschiedenen Projektmanagement-Tools online gibt es ja Kanban-Boards.
Und rechts sehen Sie auch das Bild, was damit gemeint ist. Es ist letzten Endes einfach nur Post-its in der analogen Welt. Man kann auf eine Wand Post-its kleben, aber sowas gibt es mittlerweile auch digital. Und das ist einfach von der Grundlage her, von der Idee, dass Sie Ihre Aufgaben in eine, ja, Workflow-Sicht überführen. Dieses Wort bedeutet einfach, Sie bringen es so in einen Arbeitsprozess rein. Das heißt, jede Aufgabe wird jetzt kategorisiert, denn sie ist noch offen, sie ist in Arbeit oder sie ist erledigt. Das schafft ganz einfach eine Transparenz für das gesamte Team. Jeder weiß, woran der andere arbeitet. Ich kenne meine eigenen Aufgaben und dank digitaler Tools kann ich das sogar alles von zu Hause sehen. Ein Kanban-Board ist ja letztlich nichts anderes als Kategorien. Und Kategorien gibt es eben ganz klassische Best Practices. Jeder kennt das vielleicht von To-Do-Listen. Ich habe ein offen und ein erledigt. Aber bei einem Kanban-Board versucht man eigentlich so die folgende Struktur dann auch zu bauen, nämlich einmal eine Art Backlog. Da gibt es auch irgendwie kein schönes deutsches Wort, was ich bisher gesehen habe, was irgendwie das genauer beschreibt. Deswegen verwende ich hier auch ganz bewusst das englische Wort. Das ist einfach die Warteliste für alles Nicht-Dringende. Dort packen Sie alles rein, was Ihnen noch einfällt an Aufgaben, wo wir jetzt noch nicht so genau wissen, müssen wir es überhaupt machen, wann müssen wir es machen oder auch abstrakte Themen. Wenn Sie die Aufgabe noch gar nicht so genau beschreiben können, machen Sie ein abstraktes Post-it, kleben Sie es dorthin. Respektive wir packen das in unser digitales Tool rein. So, offen ist dann das, was tatsächlich als nächstes ansteht. So, da kommen die Aufgaben rein, die konkret formuliert sein sollen. In Arbeit spricht für sich, da packe ich die Karten rein, die gerade tatsächlich bearbeitet werden. Dort soll es auch immer eine eindeutige Bearbeitung eine eindeutige Zuordnung zum Bearbeiter geben. Das ist ganz wichtig. Da gehen wir gleich noch drauf ein. Und erledigt, das finde ich eben auch sehr wichtig, kleben Sie Ihre Zettel, respektive die Karten im digitalen Tool immer auf erledigt, dann sieht das Team und Sie und Ihre Auftraggeber, denen Sie das zeigen können, hey, das haben wir schon geschafft und das schafft auch einfach einen Motivationsschub. So, ich lese gerade tatsächlich Vorschläge. Vielen Dank dafür. Arbeits- und Aufgabenspeicher, Themenspeicher. Ja, kenne ich auch Themenspeicher. Themenspeicher kenne ich vor allem aus Workshops, genau. Wäre auch ein passendes Thema, genau, könnte man auch drüber schreiben. Da sind Sie tatsächlich auch in Ihren Projekten, in Ihrer Arbeit, ist Ihnen überlassen. Sie werden das gleich sehen. Das kann man nämlich auch alles total gut anpassen. Finden Sie für Ihr Unternehmen einfach die richtigen Wörter. Lassen Sie am Ende auch das Team entscheiden. Das ist immer ein ganz guter Tipp. Welche Tools gibt es? Hier mal eine kleine Auswahl, die es am Markt so gibt. Ist eine eigene Einschätzung, das beruht jetzt nicht auf einer umfangreichen Studie, aber wenn man mal versucht, das so ein bisschen reinzubringen, sehen Sie, jetzt muss ich gucken, dass es so in die Richtung geht von dem Funktionsumfang. Ist ganz klassisch, je mehr Funktionsumfang, desto teurer. Das ist eine, glaube ich, wenig überraschende Erkenntnis. Wir schauen uns heute eher den linken unteren Teil an, denn das sind auch Themen und Software und Tools, die Sie ganz schnell einsetzen können. So ein Jira oder Azure DevOps oder auch ein Microsoft Project, das ist immer auch mit großem Schulungsaufwand verbunden, mit großen Investitionen, mit einem Implementierungsaufwand. Wir schauen uns eher links unten an, was kann ich vor allem mit den Tools Meistertask, Wunderlist, Trello. Das ist so eher die Welt, wo wir uns heute bewegen. Wie kommen Sie jetzt zu einem digitalen Kanban-Board? Naja, Sie müssen sich entscheiden. Meistertask und Trello sind zum Beispiel zwei Klassiker. Die sind super schnell eingerichtet, sind auch in der Basisfunktion kostenfrei, kosten aber tatsächlich dann, wenn man das Team vergrößern will, muss man dann einen kleinen Beitrag bezahlen. Das ist aber auch wirklich überschaubar. Da gibt es verschiedene Preismodelle. Sie sind aber sehr schnell eingerichtet und für kleine Teams auch super gut geeignet. Und letzten Endes müssen Sie dann einfach nur auf eine Webseite gehen. Sie registrieren sich dort mit Ihrer E-Mail-Adresse, richten ein neues Projekt ein. Das ist mittlerweile auch sehr gut. Sind Web-Tools auch von der Anwendbarkeit. Das heißt, Sie kriegen dort Hilfestellungen bis hin zu einer sehr intuitiven Oberfläche.
Als nächstes laden Sie Ihre Mitarbeiter ein. Dafür reicht einfach die Eingabe der E-Mail-Adresse. Dann kriegen die die E-Mail, klicken da drauf und die sind sofort mit Ihrem Board verbunden und Sie können eigentlich dann schon loslegen. Und dann füllen Sie das Kanban-Board. Da ist der Tipp, wenn Sie das aufbauen, machen Sie das idealerweise gemeinsam mit dem Team. Machen Sie eine Skype-Session. Wenn Sie sich noch im Büro im Moment aufhalten, machen Sie es gerne auch dort. Aber immer mit dem Team. Das hat einfach den Vorteil, dass das Team von Anfang an eingebunden wird. Ich habe das Gefühl als Teammitglied, ich kann dort auch mitgestalten. Und dazu strukturieren Sie Ihre Aufgaben. Da haben wir wieder den Kreis geschlossen. Und dann fügen Sie die Karten in das Board ein. Nutzen Sie aber auch gerne farbliche Markierungen. Im Büro wären es dann die Post-its mit den verschiedenen Farben. Das kann dann alles Mögliche bedeuten. Rot für sehr dringend oder auch Priorität 1. Die blauen Kärtchen sind vielleicht nicht ganz so wichtig. Bis hin zu Rot ist Mitarbeiter A, Gelb ist Mitarbeiter B. Also sind Ihnen keine Grenzen gesetzt. Sie können das nutzen. Aber mein Tipp ist auch immer, nutzen Sie nur das, was Ihnen wirklich auch nützt und was Ihr Thema voranbringt. Was sind typische Herausforderungen? Man könnte auch sagen, was sind so die Probleme, die immer wieder auftreten in der Praxis? Beginnt bei der Zusammenarbeit, ist es so, dass das Kanban-Board Ihnen ganz einfach die Arbeit nicht abnimmt. Weil das Projekt muss von Ihnen weiterhin umgesetzt werden, Ihr Team muss weiterhin die Arbeit machen. Es hilft Ihnen aber bei der Steuerung. Das muss einem einfach bewusst sein. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit, aber man sollte immer doch dran denken, dieses Board im Hintergrund zu belassen, dass ich immer sehe, ja, ich weiß, woran der andere arbeitet, um eben auch Überschneidungen frühzeitig festzustellen. Früher war es so, dass ich das einfach im Großraumbüro an die Wand packe. Dort sieht es jeder. Wenn wir jetzt über mobiles Arbeiten reden, ist es ganz einfach sinnvoll, dass man dieses Board im Hintergrund hält oder wenn die Möglichkeit besteht, einen zweiten Bildschirm. Dann geht es um die Erledigung der Aufgaben, denn die passiert ja außerhalb des Kanban-Boards. Das bedeutet jedes Mal, wenn ich als Mitarbeiter ein Ergebnis erstellt habe, ich habe ein Konzept geschrieben, ich habe vielleicht irgendwas gebaut, dann muss ich ins Kanban-Board zurück und den Status aktualisieren. Und dann, wenn ich fertig bin mit meiner Arbeit, habe ich ja wieder neuen Freiraum, neue Kapazität und kann mir eine neue Karte holen. Und da gibt es einfach zwei Möglichkeiten, zwei Varianten. Das Wichtigste ist vor allem klare Verantwortlichkeiten, dass Sie als Projektleiter auch klare Verantwortlichkeiten schaffen. Und die Variante 1 wäre das Pull. Das klappt sehr gut bei proaktiven Teams. Also wenn Sie wissen, dass Ihre Mitarbeiter einfach auch affin sind in der Nutzung solcher Kanban-Boards, dann holt sich ganz einfach jeder die Aufgaben selbst aus dem Backlog oder aus offen, schreibt sich als Verantwortlichen rein, bearbeitet die Aufgabe und geht zurück ins Kanban-Board und macht das Ganze auf erledigt. Das funktioniert sehr gut eben für Teams, die proaktiv denken. Die Variante Push für zögerliche Teams. Da empfehle ich Ihnen ganz einfach, machen Sie wöchentliche Meetings oder zweiwöchentliche Meetings. Das ist dann Ihnen auch dann überlassen, wie Sie Ihr Team einschätzen. Man kann es auch für dringende Themen alle 2 Tage oder sogar täglich in einem Daily machen. Im Moment via Skype und Telefon und fordern Sie das immer wieder ein, dass das Team Aufgaben übernimmt. Das Team soll auch neue Aufgaben einbringen dürfen, in offen, ins Backlog und dann. Was sich auch bewährt hat in der Praxis, fragen Sie tatsächlich rein um den Status ab. Das heißt, jeder wird persönlich angesprochen. Lieber Max, lieber Klaus, kannst du bitte was zu deinen Themen sagen? Und dann aktualisieren Sie das Kanban-Board mit diesen Rückmeldungen. Weitere Herausforderung ist vor allem auch die Terminlage. Also gerade wenn Sie ein großes Board haben, dann ist der Überblick über die Termine oft sehr schwierig. Deswegen vergeben Sie in den digitalen Tools eine Frist, weil die haben nämlich den ganz großen Vorteil. Sie können dann nach Termin filtern und sortieren und sehen dann nur noch die Themen, die direkt als nächstes anstehen. In eine ähnliche Richtung geht das Problem der Aufgabenpriorisierung. Wenn Sie jetzt ein ganz transparentes Board haben, kann es sein, dass man plötzlich optisch erschlagen ist. Deswegen mein Tipp an Sie, minimieren Sie auf jeden Fall die Anzahl der Aufgaben im Status Arbeit. Wenn dort zu viel drinsteht, kann das demotivierend wirken, das Team wird frustriert
Und Aufgaben, die Sie jetzt seit längerem nicht mehr gearbeitet haben, ich empfehle da immer 48 Stunden, die kommen zurück nach offen. Ganz pragmatisch, weil sonst läuft Ihr Arbeitsstatus ganz einfach voll mit Aufgaben, die Sie im Moment gar nicht bearbeiten. Und es sieht dann für das Team durch die Transparenz so aus, dass im Moment die Aufgabenlast viel zu hoch ist. Deswegen die Empfehlung, das einfach auf offen zurückzuschieben. Und der fünfte Punkt, richtig kommunizieren. Was ich auch oft erlebt habe, ist, es gibt dann auch ein Kanban-Board und trotzdem kriege ich E-Mails, die dann sagen, wie ist denn der Status so und so. Ich habe mich aber tatsächlich auch schon ganz selbstkritisch erwischt, trotz Kanban-Board per E-Mail nach dem Status zu fragen, um dann aber festzustellen, okay, das war jetzt nicht so klug. Achten Sie da drauf. Wenn Sie ein Kanban-Board nutzen, nutzen Sie das auch, um die Stati Ihres Projektes zu erfassen. Versuchen Sie, jede E-Mail, jeden Anruf nach dem Status möglichst zu vermeiden. In Ausnahmefällen muss das natürlich sein, wenn es ganz dringende Themen sind. Denn das Kanban-Board soll ja genau das lösen, dass diese E-Mail-Flut oder diese Telefonflut dann auch ein Stück weit eingeschränkt wird. Gut. Dann würde ich mit Ihnen gerne in die zweite halbe Stunde gehen. Von der Zeit passt das ja wunderbar heute. Wenn wir jetzt uns einmal sowas anschauen, würde ich mit Ihnen gerne einen Fall durchgehen. Wir stellen uns jetzt eben vor, wir sind Mitarbeiter der Mittelstands GmbH. So, wir müssen einen Büroumzug organisieren, also eine ganz tolle Aufgabe auch. Und wir haben eben von unserem Unternehmen ein neues Verwaltungsgebäude bekommen. Der Bau ist abgeschlossen. Die Räume sind, wie Sie in den Bildern rechts sehen, leer. Das mal so ein bisschen als Rahmen. Und wir sind nun an der Reihe. Wir sollen nämlich ein Meeting durchführen, wo wir ganz einfach diese Schritte einmal durchdenken, planen und in ein digitales Kanban-Board bringen. So, dazu verlasse ich einmal den Präsentationsmodus und würde einmal in meinen Browser wechseln. Jetzt müssten Sie meinen Browser sehen. Wenn dem so ist, wäre ich um ein ganz kurzes Jahr auch dankbar. Da müsste jetzt einmal Google aufkommen. Sehr gut. Vielen Dank. Ich würde mit Ihnen nämlich jetzt gerne ein Meeting durchführen. Wir sind jetzt das Projektteam und Sie sehen es, ich bin hier in einem Browser drin. In dem Fall ist das jetzt der Google Chrome Browser. Sie können aber auch mit dem Internet Explorer oder Firefox oder welchem Browser Sie auch installiert haben, auf diese Tools zugreifen. Und letzten Endes ist es nichts anderes, als dass man eine URL eingibt. Ich habe das hier schon mal gemacht. MindMeister.com ist jetzt das Tool, das ich heute ausgewählt habe, um den Fall mit Ihnen durchzugehen. Wenn ich das aufrufe, öffnet sich diese Webseite und Sie sehen, hier kommt sowas wie Loslegen mit Google registrieren. Also man muss sich einmal registrieren. Das funktioniert relativ einfach über den Registrieren-Button. Dort können Sie dann auch auswählen, dass Sie eine kostenlose Variante machen wollen. Und das Ganze dauert auch keine 5 Minuten. Ich habe das natürlich schon mal gemacht und habe hier mit meiner comzsa.de-Adresse einen Account. Wenn ich mich einlogge, sehen Sie, das geht auch alles sehr schnell. Habe ich jetzt hier eine Oberfläche, wo ich meine Mindmap anlegen kann. Ich sehe zum Beispiel hier ein Plus und könnte jetzt hier eine neue Mindmap anlegen. Ich habe das schon mal vorbereitet hier unten, denn das hier ist letzten Endes die Mindmap, in der wir arbeiten. Und wenn ich da draufklicke, öffnet sich hier jetzt eine interaktive Oberfläche. Also es ist nicht nur eine reine Webseite, sondern ich kann hier auch Eingaben machen in der Oberfläche. Ich kann die wirklich benutzen wie eine Anwendung. Und ich würde jetzt gerne mit Ihnen ganz einfach mal dieses Meeting durchführen. Dazu nutzen wir diese Mindmap. Und für das Webinar würden wir das jetzt auch ausnahmsweise über den Chat machen. Normalerweise könnte ich jetzt jeden von Ihnen mit seiner E-Mail einladen und Sie könnten auf diese Webseite ebenfalls drauf. Sie würden die gleiche Ansicht sehen und könnten live mitarbeiten in dieser Mindmap und jeder würde die Ergebnisse sehen. So, das würde, glaube ich, im Webinar jetzt ein bisschen zu kompliziert werden. Deswegen würde ich Sie bitten, einfach über den Chat jetzt einmal Ihre Ideen zu bringen. Was muss ich denn eigentlich alles tun, um den Umzug erfolgreich durchzuführen? Ich werde das dann aufschnappen und hier reintippen und ihn gleichzeitig auch ein bisschen durchführen, wie das funktioniert. Aufteilung Mitarbeiter auf Räume festlegen. Na dann machen wir das doch einfach mal. Aufteilung Mitarbeiter auf Räume festlegen.
Kraft an Möbeln abfragen. Dann habe ich hier zweimal den Sitzplan. Sitzplan erstellen. Jetzt kommt ganz viel rein, genau, internationaler Raumplan. Stellplan für Möbel erstellen. Internetzugang ist sehr, sehr gut, auch in den Zeiten daran zu denken. Zugang. Wie hatten Sie das genannt? Ich muss mal hochscrollen. Organisieren. So, da kommt Umzugsunternehmen organisieren. So, und hier sehen Sie jetzt ganz toll, ich habe jetzt hier aus Versehen einen Unterpunkt gemacht. Das geht hier ganz einfach. Ich kann das nämlich hier rausziehen und schon ist es in der Hauptebene. Kaffee-Ecke festlegen, das finde ich sehr wichtig. So, das schreibt man, glaube ich, mit 3E. Kunden informieren. Ah, auch sehr gut. Informieren über neue Anschrift. Auch hier habe ich jetzt wieder aus Versehen das reingeschoben. Machen wir es wieder raus. Ich scroll nochmal hoch. Da war doch irgendwo auch noch Technikausstattung. Genau, das habe ich auch noch gesehen. Technikausstattung. Wenn Sie da so nett wären, noch einmal kurz zu ergänzen. Was meinen Sie mit der Technikausstattung? Die muss ich wahrscheinlich planen oder abfragen. Ich mache mal Abfragen. Also auch Verben nutzen ist immer ganz wichtig. Prima. Genau, Zeitplan. Sind Sie schneller als ich? Zeitplan. Ich mache mal einfach ganz allgemein Zeitplan erstellen. Genau. Prima. Teams aufteilen, was meinen Sie damit? Stromanschlüsse festlegen. Machen wir es mal hier so, Teams einteilen. Das ist dann wahrscheinlich, meinen Sie damit das Projektmanagement selbst? Okay. Ah ja, Sie würden also Teambuilding mit gemeinsamem Umzug alles selbst umziehen. Gut. Prima. So ist das schon mal ganz gut. Ich gucke jetzt noch einmal, ob ich irgendwas vergessen habe. Ob ich das Umzugsorganisieren habe ich schon, genau. Prima. Das ist so der erste Schritt, den man mit mir mein Brainstorming macht. Und Sie sehen, das ist schon wirklich sehr flexibel. Man kann jetzt auch einfach solche Kärtchen hier nehmen und sie strukturieren. Und das ist jetzt das, was ich gerne auch mal Ihnen zeigen möchte. Denn wenn wir jetzt das, was Sie uns jetzt hier genannt haben in die Mindmap, mal ein bisschen strukturieren, helfen diese Güteregeln wunderbar. Ich versuche nämlich auf einer Ebene, wenn wir das mal nochmal zurück uns erinnern, ich versuche auf einer Ebene immer eine Gleichartigkeit zu schaffen. Also klassischerweise wäre das bei einem Umzug, ich sehe jetzt viele Planungsthemen, ich sehe aber auch, können aber auch hier zum Beispiel die Umsetzung mit reinbringen. Also ich kann letzten Endes einmal sagen, ich mache die Planung und ich teile es ein, Planung und Vorbereitung. Also Planung eher im Sinne von, ich mache eine Planung. Und Vorbereitung wäre dann schon Teil der Umsetzung. Wenn man das mal versucht, so ein bisschen zu clustern, ihren Benennungen, Vorbereitung durchführen, sagen wir mal 3 Tage vorher. Sehen Sie, man kann das hier auch wunderbar direkt alles dann ergänzen. Ich würde sagen, Teil der Planung ist auf jeden Fall die Technikausstattung abfragen, den Zeitplan erstellen, das Umzugsunternehmen organisieren. Naja, ich mache mal so, ich packe es mal in die Vorbereitung, dass wir da auch was drinstehen haben.
Wenn es jetzt fachlich nicht ganz korrekt ist, sehen Sie mir das nach. Kunden informieren über neue Anschrift, könnte man vielleicht tatsächlich sogar sagen als Nachbereitung. Ist wieder verrutscht hier, macht nichts, schiebe ich wieder hier hoch. Kaffee festlegen wäre dann vielleicht auch Teil der Vorbereitung, Bedarf an Möbeln ist Teil der Planung. Aufteilung der Mitarbeiter auf Räume festlegen, kann ich vielleicht auch kurzfristig vorher machen. Teams einteilen, machen wir mal zur Planung. Also Sie sehen, es ist hier auch durch diese digitale Mindmap tatsächlich wunderbar einfach, die Mindmap umzustrukturieren. Wenn Sie schon mal an die Wand eine Mindmap gemacht haben, wissen Sie das Problem, wenn man dann durchstreicht, das ist natürlich ganz schlimm. Mit Post-its geht es noch, die muss man dann aber auch immer umkleben. Also letzten Endes, wenn Sie sich die Mindmap jetzt noch größer vorstellen, ist es einfach ein Thema auch der Bearbeitbarkeit. Und da können Ihnen auch ohne mobiles Arbeiten diese Mindmaps digital wunderbare Arbeit liefern. Es ist vor allem auch direkt dokumentiert und Sie können alle gleichzeitig daran arbeiten. Also so wie wir es jetzt organisieren, noch mal kurz zur Zusammenfassung, muss es nicht laufen. Das ist auch nicht so effizient für das Webinar. Es ist jetzt aber okay. Wenn Sie es in der Praxis machen, würde ich Ihnen immer empfehlen, zuerst jetzt alle Mitarbeiter einzuladen zu diesem Tool. Das funktioniert ganz einfach, indem man, jetzt muss ich kurz nochmal gucken, die Mitarbeiter hat das beim anderen Tool, genau. Wir haben es immer andersrum gemacht, das sehen wir gleich. Denn wenn ich jetzt hingehen will und will aus meiner Aufgabenstrukturierung jetzt ein Kanban-Board bauen, was würde ich jetzt machen in der analogen Welt? Ich würde nämlich hingehen und jetzt Post-its schreiben mit all diesen Themen hier und die dann auf Mitarbeiter verteilen. Das heißt, ich habe nochmal einen manuellen Aufwand, das Ganze rüberzubringen. Wäre auch so, wenn ich jetzt ein Tool habe, wie zum Beispiel auch die Microsoft Project. Das Schöne an diesen digitalen Tools, es gibt jetzt von diesem Hersteller speziell auch eine Kanban-Funktionalität und ich kann tatsächlich jetzt auch dieses Kanban-System nutzen, das heißt Meistertask. Meistertask hat den ganz wunderbaren Vorteil, wenn ich jetzt auf Anmelden klicke, bin ich automatisch eingeloggt. Hier, das kommt als Werbung immer. Sie sehen also, es ist auch die Pro- und Business-Version sind jetzt nicht so wahnsinnig teuer. Ich bleibe jetzt mal in der Basic-Variante. So, das ist von einem und demselben Hersteller. Und ich habe hier auch wieder die Möglichkeit, verschiedene Projekte anzulegen. Sie sehen, hier ist noch ein Projekt drin, wo ich einen Workshop gehalten habe. Sie sehen auch, die Themen waren genau die gleichen. Also wir haben das auch schon in einem Workshop bei uns in Saarbrücken durchgeführt. Jetzt heute als Webinar, wenn ich denn jetzt hier so ein Projekt anlege, ich habe das auch hier schon mal gemacht, sehen Sie, dann öffnet sich hier ein digitales Kanban-Board. Das ist jetzt noch nicht mit Leben gefüllt. Und wie eben kurz angerissen, würde man ja jetzt diese Tasks alle einzeln hier anlegen mit einem Plus. Das will ich mir aber ehrlich gesagt sparen und deswegen finde ich die Lösung ganz charmant. Ich hüpfe mal zurück zu dem Mindmeister, weil jetzt kann ich hier eine Verknüpfung herstellen, indem ich sage, ich möchte mein Kanban-Board mit meiner Mindmap verknüpfen. Da sehe ich die auch schon. Webinar digitales Projektmanagement. Und hier ist jetzt das, was ich eben angedeutet hatte. Die Personen sind jetzt aus dem Kanban-Board übernommen. Dort gibt es jetzt einmal einen Max Mustermann, das bin ich. Und Florian ist mein alter Ego, das ist mein anderer Account. Ach, Sie sehen die Maus nicht, das ist natürlich blöd. Wie konnte man verknüpfen? Die Verknüpfung ist automatisch. Also man klickt hier unten auf Ändern und dann muss ich nur noch wählen, welches Webinar, Quatsch, welches Projekt ich dann eben hier habe. Also es sind zwei Mausklicks, weil die Verknüpfung ist automatisch schon gegeben, weil die Accounts sind die gleichen in den beiden Tools. Jetzt würden Sie ganz einfach hingehen und sagen, Planung, naja, Planung. Internetzugang organisieren, das kann der Max ganz gut. Und Sie sehen automatisch, dass der Max Mustermann erhält jetzt einen Job. Sitzplan erstellen, das kann der Florian ganz gut. Teams einteilen, ja, das ist vielleicht nicht die dankbarste Aufgabe, die teile ich mal noch nicht zu. Bedarf an Möbeln abfragen.
Das macht mal der Max und so weiter. Technikausstattung abfragen kriegt der Florian. Kunden informieren über neue Anschrift. Das lege ich mal noch nicht fest, weil es noch ein bisschen nach hinten rutscht. Kaffee-Ecke festlegen, na, das kann der Florian ganz gut machen. Wir sehen also, das Prinzip ist denkbar einfach. Ich klicke einfach drauf und ziehe mit der Maus die Themen auf mein Team nach unten. So, ich sehe jetzt in der Mindmap, dass auch was passiert ist. Florian Uhl und Max Mustermann haben jetzt Jobs bekommen. Aber jetzt der Clou ist eben, wenn ich zurück oder in mein Kanban-Team reingehe, sind die Karten automatisch hier drin. Und Sie müssen das nicht mehr manuell rüberbringen. Und schon haben Sie Ihr erstes Kanban-Board digital erstellt. Theoretisch könnten Sie jetzt direkt loslegen. Ich empfehle Ihnen aber noch eine nachträgliche Bearbeitung, weil man hier haben wir jetzt auch alles in offen gepackt. Wenn ich zurück in die Mindmap gehe, könnte ich auch hier den Status ändern und sagen, ich mache zum Beispiel auch Dinge direkt in Arbeit oder ins Backlog. Ich mache das üblicherweise so, wenn ich das nutze, packe ich immer erstmal alles ins Backlog. Das haben wir jetzt hier alles mal in offen reingemacht. Das ist aber nicht schlimm, weil ich kann die Karten nämlich einfach, Sie sehen es, per Track and Drop nach drüben schieben ins Backlog. Also das ist einfach ein wunderbares System, mit dem Sie sehr flexibel arbeiten können. Auch hier gilt wieder, wir müssen das nicht über eine Videokonferenz, einen Bildschirm teilen. Nein, alle Mitarbeiter können sich direkt auch auf diesen Link hier einloggen und sehen dann exakt das gleiche Bild und würden, wenn ich diese Karte verschiebe, dieses auch sofort in Echtzeit aktualisiert bekommen. Jetzt aktuell sind halt viele IT-Systeme ausgelastet, also auch ClickMeeting, in das System, in dem wir gerade das Webinar machen, hatte jetzt die letzten Tage auch öfters mal auch eine Überlastung. Das kann Ihnen auch aktuell eben auch passieren in den Kanban-Tools, Meistertask, Trello und wie sie alle heißen. Also lassen Sie sich davon nicht irritieren. Im Moment gibt es ja sehr viele Menschen, die im Homeoffice arbeiten. Da kommt die Technik also wirklich an vielen Stellen an ihre Grenzen. Wenn es nicht ganz in Echtzeit funktioniert, es wird dann immer irgendwann nach ein paar Sekunden synchronisiert. Wie arbeite ich jetzt aber damit, wenn ich es erstellt habe? Naja, Sie sehen, erste Verantwortlichkeiten sind schon gemacht. Ich habe eine Technikausstattung abfragen. Jetzt will ich ja meinen eigenen Tipp, den ich Ihnen vorhin gegeben habe, natürlich befolgen. Ich kann nämlich diese Karte öffnen und habe jetzt hier ganz viele tolle Möglichkeiten, eben verschiedene Dinge einzutragen. Auch hier gilt, keep it simple. Verwenden Sie nur das, was Ihnen wirklich nützt. Und nützen, behaupte ich mal, ist immer sehr nützlich ist eine Frist. Ich setze mal einfach den 8. April und ich sage mir Checklisten-Eintrag, das ist dann auch vor allem für den, der das bearbeitet, ein ganz hilfreiches Tool. Nämlich erstmal könnte ich sagen, Übersicht verschaffen. Jetzt bin ich mal ein bisschen selbst kreativ. Übersicht verschaffen über eingesetzte Technik und dann Excel-Liste erstellen und so weiter. ABC. Also Sie sehen, Sie können auch hier nochmal Unterpunkte machen, die man dann nach Bedarf auch abchecken kann und sagen kann, das habe ich schon gemacht, dass der Bearbeiter selbst innerhalb seiner Karte auch dann nochmal eine kleine Checkliste hat. Das ist eben auch der Riesenvorteil gegenüber einem Kanban-Board mit den Post-its, die Sie analog haben. Und wie gesagt, es gibt auch hier so eine Art Social-Funktion, dass ich sagen kann, ich kann sogar, jeder kann da rein und kann sagen, hallo Florian. Denke bitte an den Aspekt XXX. Und dann sieht der Florian nämlich, dass der Max etwas kommentiert hat. Also es ist wirklich sehr vielfältig nutzbar. Ich kriege sogar, jetzt hat gerade mein Handy auch geklingelt, der hat nämlich mir gerade eine Push-Nachricht geschickt, weil ich auch diese App Meistertask auf meinem Handy drauf habe. Hat er jetzt gesehen, okay, der Max Mustermann hat was kommentiert. Also Sie können dieses Tool auch auf Tablets und auf Handys benutzen. Es gibt dort verschiedene Apps und Sie können bis hin zu Tags und Farben und alles eben hier definieren. Wie gesagt, wenn es Ihrem Thema nützt, machen Sie das. Ansonsten keep it simple. Prima. Dann war das eigentlich den Überblick über das Tool. Ich würde Ihnen gerne jetzt noch
nochmal zurück in den Präsentationsmodus wechseln. Sie sehen also, es ist sehr umfangreich. Probieren Sie es einfach aus. Das ist mein Tipp. Die Tools kosten auch nichts. Sie sind aber nicht umsonst, denn sie sind wirklich, wie Sie sehen, können für den Moment einfach auch sehr gut helfen, wenn man noch gar kein Aufgabenmanagement hat. Und jetzt komme ich gerade gar nicht weiter. Ach so, ich muss erst den Modus hier wechseln. Jetzt kann ich auch in der Folie weiter. Hier nochmal, genau wie wir eben vorgegangen sind, gehen Sie zunächst in MindMeister. Und da hat meine Bitte an Sie auch nochmal, gerade wenn Sie digital steuern wollen, dann ist es immens wichtig, dass die Aufgaben sehr gut beschrieben sind, dass die Aufgaben strukturiert sind, dass Ihre Mitarbeiter und Ihr Team ganz einfach weiß, was es tun soll. Strukturieren Sie immer erst die Aufgabe, nehmen Sie sich wirklich diese Zeit und dann bauen Sie erst das Kanban-Board. Das ist auch keine einmalige Aufgabe. Jedes Mal, wenn Sie eine neue Aufgabe hereinbringen in Backlog und offen, dann ist es immer sehr empfehlenswert, immer erst kurz nachzudenken, ob die Aufgabe gut beschrieben ist. Und da gibt es ganz einfach auch noch mal ein paar Praxistipps, die ich Ihnen mitgeben will. Verwenden Sie Verben. Das klingt so selbstverständlich, ist es aber nicht. Ich habe das oft erlebt, dass ich auch analoge Boards habe, wo nur ein Wort draufsteht und dann nach 4 Wochen weiß keiner mehr, was dort eigentlich mit gemeint ist. Das ist nicht gut, das ist nicht effektiv. Und gerade wenn man nicht jeden Morgen zusammensteht am Board, da um jedes Mal nochmal erklären zu können, was diese Karte bedeutet, ist nicht so schön. Also verwenden Sie Verben und seien Sie so konkret wie möglich. Schreiben Sie am besten sogar ganze Sätze drauf. Also Stückkosten durch Umstellung auf Doppeldruck senken, Verzeihung. Das ist immens hilfreich, um eben das Verständnis bei Dritten auch herzustellen. Dann auf jeden Fall das Minimum, was Sie machen sollten, ist auf jede Aufgabe einen Verantwortlichen zu definieren und eine Frist für die, die eben in der Arbeit vor allem sind. Erstellen Sie mehrere Boards bei großen Teams. Das ist tatsächlich gar nicht so unwichtig, denn erfahrungsgemäß, wenn zu viele Mitarbeiter an einem Board sind, hat man klassischerweise den Effekt, das sind dann auch mehr Karten, es wird sehr schnell unübersichtlich, aber auch das Verantwortungsgefühl für die einzelnen Karten verschwimmt natürlich. Wenn Sie größere Projekte haben, machen Sie einfach mehrere Boards. Die digitalen Tools bieten das, Sie können mehrere Projekte anlegen, das definieren Sie dann für sich ganz einfach auch um als Teilprojekte und dann hat jeder so seinen Arbeitsbereich. Und der letzte Tipp, den ich Ihnen ganz einfach noch mitgeben will, nutzen Sie selbst das Board. Seien Sie diszipliniert, denn wenn Sie das nicht tun, wird nach 4 Wochen der Status auch nicht mehr aktuell sein. Das Ganze ist dann auch einfach nicht mehr nützlich für Ihr Projekt. Und dann so ein Kanban-Board wieder anzuschieben, also ich sage immer ganz gerne, das ist wie ein Tanker, man muss den einmal anschieben und wenn er dann läuft, dann ist es gut, aber man muss immer so ein Stückchen einfach wieder mitgeben. Und wenn man das nicht macht, dann bremst er irgendwann aus und den wieder anzuschieben, ist einfach sehr viel Arbeit. Deswegen seien Sie immer diszipliniert. Ich habe das auch oft genug erlebt, dass am Anfang die Teams Kanban-Boards immer ganz toll finden, wenn die das vorher noch nie benutzt haben. Ist auch in der digitalen Welt nicht anders. Und hier gilt es auch ganz einfach, nicht digital, nämlich von Mensch zu Mensch, den Leuten das einfach vorzuleben, weil letzten müssen es ja ihre Mitarbeiter auch nutzen, das Tool. Das Tool selbst arbeitet ja nicht von sich selbst. Genau. Wir sind jetzt damit auch fast schon am Ende des Webinars. Ich möchte Ihnen jetzt ganz einfach auch nochmal die Möglichkeit zu geben, Fragen zu stellen. Dazu schalte ich einmal in den Fragemodus. Das bedeutet, Sie können jetzt nochmal Fragen stellen. Wenn Sie jetzt sehen, in den Chat schreiben oder in den Frage- und Antwortmodus, können Sie sehr gerne Ihre Fragen nochmal an mich stellen. So, ich mache mal die erste Frage rein. Kann man aus einem Mindmap mehrere Boards bedient werden? Das ist meiner Erfahrung nach, geht das bei MindMaster. Man muss dann einfach nur die Verknüpfung zu einem anderen Board herstellen. Das wäre in dem Fall, wäre das möglich. Dann haben wir eine Frage, ist mit Clip-Meeting auch ein Video-Chat, Audio-Chat möglich oder geht es nur in eine Richtung?
Das geht nur in eine Richtung. ClickMeeting ist ein Webinar-Tool. Also ich kenne es tatsächlich nur als Webinar-Tool. Ich würde ihn für solche, also wenn Sie tatsächlich mit Ihren Mitarbeitern auch in beide Richtungen reden wollen, ist zum Beispiel Skype eine ganz wunderbare Möglichkeit, dass auch beide reden können mit Videochat. Ich kenne ClickMeeting, wie gesagt, nur als Webinar-Tool. Dann ist die Frage, gibt es auch noch mal eine Zusammenfassung? Ja, Sie bekommen also von uns auf jeden Fall dann die Folie noch zugeschickt. Dort können Sie das auch noch mal nachlesen. Und dann habe ich noch eine Frage. Aktualisiert sich die Mindmap, wenn im Kanban-Board etwas verändert wird? Teilweise ja. Ich weiß, der Hersteller dieser Software hat das in den letzten Monaten immer wieder weiter ausgebaut. Früher ging es gar nicht, wo ich das letztes Jahr zum ersten Mal verwendet habe. Die bauen die Funktionalität immer weiter aus. Aber nein, eine hundertprozentige Synchronisation ist nicht. Ich empfinde es immer noch als Einbahnstraße und lebe es auch so. Also solange für mich keine hundertprozentige Synchronisation zurück ist, würde ich auch immer davon ausgehen, dass es dann erstmal nicht funktioniert. Hier habe ich noch eine ganz spannende Frage, lokal gehostete Tools empfehlen. Also ich habe tatsächlich dann, sind dann wirklich, dann reden wir nicht mehr über diese schnellen Lösungen. Die gibt es ja. Es gibt ganz viele webbasierte Projektmanagement-Software-Lösungen. Das würde jetzt zu weit führen, da auch eine Übersicht zu schaffen. Wenn Sie mal schauen, es gibt PM Tool Finder, also PM für Projektmanagement Tool Finder. Das ist ein ganz tolles Instrument, wo Sie auch mal schauen können. Das Projektmanagement Magazin, also Projektmanagement Magazin, das ist der Titel, ist ein deutsches Magazin, die auch eine Liste führen mit Projektmanagement Software, die teilweise auch solche Angebote haben. Es ist also noch nicht alles auf Cloud umgestellt. Viele bieten es als Cloud an, weil es ganz einfach im Moment auch sehr schnell umsetzbar ist. Also PM Toolfinder als Stichwort und projektmanagementmagazin.de ist, glaube ich, die Adresse. Hier noch eine Frage: Eignet sich Microsoft Teams für das Projektmanagement? Ich habe es tatsächlich noch nie ausprobiert für Projektmanagement. Ich glaube, dass Microsoft mittlerweile eine Kanban-Funktionalität drin hat, aber das ist jetzt auch nur Hörensagen, kann ich Ihnen tatsächlich gar nicht im Detail beantworten. Teams ist, glaube ich, vor allem für die Kommunikation, das kommt ja von der Kommunikation her, also ein Ersatz für Chat oder für E-Mail. Und wie gesagt, ich glaube, es bietet auch mittlerweile ein Kanban-System. Müsste ich aber selber ausprobieren. Hat schon jemand gerade was geschrieben? Das veröffentliche ich eben mal. Vielen Dank für die Antwort. Jemand, der das schon kennt, das ist gut zum Austausch von Dokumenten, aber weniger gut für PM. Ja, vielen Dank, dass Sie Ihre Erfahrung hier geteilt haben an der Stelle und mir ausgeholfen haben. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass ich Ihnen in den etwas hektischen Zeiten jetzt im Moment auch ein paar Hilfestellungen geben konnte, ein paar Praxistipps, die Sie auch direkt anwenden können. Wenn Sie Interesse haben an weiteren Webinaren und Themen des mobilen Arbeitens, besuchen Sie uns gerne auf unserer Webseite comzsa.de. Wir bieten auch aus Saarbrücken verschiedene Reihen eben an von mobilen Arbeiten. Das geht auch noch weiter und darüber hinaus eben die klassischen Angebote, die das Kompetenzzentrum ganz einfach auch hat. Sprechstunden, die wir im Moment auch online durchführen. Wir stellen gerade auch unser gesamtes Angebot auf online um. Informieren Sie sich gerne. Wir haben noch ein paar Themen auch in dem nächsten Quartal, die vielleicht für Sie interessant sein könnten.